Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Und ein herzliches Willkommen zu mir in dieser Stunde, in dieser Runde. Ich bin Olga Heinert und heiße Sie von meiner Göttlichkeit zu Ihrer Göttlichkeit herzlich willkommen, beziehungsweise zu deiner Göttlichkeit. Wir sind jetzt in unserer Runde, deine spirituelle Mitte. Und hier natürlich an dieser Stelle sei es gefragt, was kann ich für dich tun, damit du dich auch wohl und gut bei mir aufgehoben fühlst. So, das ist meine erste, allererste beratende Stunde im Monat Juni mittlerweile, Juni 2021. Ich bin gespannt auf die Fragen von euch. Ich bin gespannt auch auf die energetische Arbeit, die wir miteinander durchführen können. Und ich bin vor allem auch natürlich gespannt, was wir alles in dieser Woche bewältigen können. Ich bin bis Donnerstagabend noch hier mit euch zusammen und habe auch in dieser Stunde etwas ganz, ganz Besonderes mitgebracht. Es ist eine absolute Premiere. Zum ersten Mal bei AstroTV, zum ersten Mal präsentiert das Pendel, die Sirius, also das Pendel Sirius. Preis ist nur 33 Euro. Du bekommst dafür natürlich auch das Samtbeutelchen dazu, wie es hier halt eben unten ist. Und ganz klar die Pendelkarte. Während der Sendung kommen wir noch dazu. Die gebührenfreie Rufnummer kannst du ja gleich einwählen und dir das zusichern. Wie gesagt, zum ersten Mal sehr, sehr spritziges Pendel. Sirius, aber jetzt zu mir. Ich bitte in dieser Stunde, in dieser Runde ganz klar die Pendelantwort, aber auch die Lichtkörperreinigung. Die ist mega gut angekommen. Viele haben mich noch danach gefragt, Olga, ich möchte bitte die zweite Lichtkörperreinigung haben, weil das so gut getan hat. Bitte schön, es sei es für euch natürlich gegeben, dass ihr das auch haben könnt. Guten Tag, ich bin Olga Heinert, wäre es bei mir im Studio. Hallo, hier ist die Ilona. Hallo meine liebe Ilona, was darf ich für dich tun? Eine Pendelantwort. Ja, ganz gerne. Was möchtest du wissen? Wie es in der Liebe weitergeht, bitte. Ganz, ganz gerne, wie es in der Liebe weitergeht. Also das Pendel kann ganz klar sagen, dass es zu 70% weitergeht. So. Das Pendel zeigt ganz eindeutig, dass wir zu 70% weitergeht. Alles Liebe für dich, Ilona. Danke, wiederhören. Gerne, wiederhören. Tschüss. Tschüssi. Also auf der Pendelkarte sind natürlich auch die prozentuellen Zahlen. Dann kann ich das in Form von Prozenten zum Beispiel beantworten. Ganz gerne die Pendelantwort hier und jetzt ab, ran. Die Lichtkörperreinigung könnt ihr abholen. Das macht keiner außer mir. Kein einziger Mensch hat das ja gemacht, außer hier bei mir. Wie gesagt, das ist die Möglichkeit für viele spirituell denkende und arbeitende Menschen, das mit reinzunehmen in ihr Repertoire, sozusagen als spirituellen Fertigkeiten. Wenn ihr gut seid, habt ihr das in einem Jahr durch. Vielleicht, wenn es träge ist, wenn langsam dauert, dann zwei. Guten Tag, wäre es bei mir im Studio. Hallo, hier spricht Dörte. Hallo, meine liebe Dörte, wie geht's dir? Ganz gut, danke. Prima, was darf ich für dich tun? Ich kann die Antwort. Ich möchte gerne wissen, wann sich meine Freundin aus Wien wieder melden. Mhm, ganz gerne. Ich frage mal einfach in Wochen. Okay, 5-6 Wochen vergehen und dann melden Sie sich, ja? Super schön, danke. Alles Liebe, Dörte, gerne. Tschüssi, tschüssi, tschüss, tschüss. So einfach geht es, die Antworten mit einem Pendel. Man kann wirklich sehr, sehr vieles fragen. Hauptsache, dass die Fragen recht leicht gestellt wird, wie zu einem vierjährigen Kind. Guten Tag, ich bin Olga Heinert. Wer ist bei mir im Studio? Hallo, hallo, du bist durchgekommen. Ja, hallo, hier ist Sophia. Hallo, liebe Sophia, bitteschön. Ja, ich möchte Körperreinigung. Ganz gerne, Sophia. Ich mache nicht die Körperreinigung hier, aber die Lichtkörperreinigung. Einverstanden? Ja, bitte.
Ja, jetzt bitte die Füße auf die Schulterbreite fest auf den Boden stellen. Alles andere ist mir egal, ob du sitzt oder stehst oder Telefon in der Hand hältst. Und deine Lichtkörperreinigung geschieht jetzt. Die Verbindung zum Göttlichen ist recht erschwert, deswegen zweifelst du oft an den Durchsagen, die du bekommst, ob das wirklich auch so ist, wie das ist. Und dann, ich habe ganz, ganz große Verstauungen in dem Schulterbereich und in dem Rückenbereich. Mich würde es nicht wundern, wenn da einfach die Energie stagniert und die Energie auch nicht weitergeht. Und dann hast du mit 44, 45 etwas ganz, ganz Schweres erfahren, was dich bis heute immer noch beschäftigt. So, deine Lichtkörperreinigung ist abgeschlossen. Was fühlst du? Was spürst du? Na, noch nichts. Noch nichts. Es kommt. Es kommt während dem Tag. Alles da ist mein Kopf. Ich habe so einen Kopfverspannung. Ja, bitteschön. Siehst du, das heißt, du merkst das jetzt, dass es sich auch lösen kann. Mhm. Alles, alles Liebe. Danke. Gerne, bitteschön. Schön. Siehst du, auch du kannst das die Lichtkörperreinigung sofort abholen, die Ergebnisse sind sofort da, außer manchmal braucht man, so wie in der letzten Sendung im Monat Mai, am nächsten Tag angerufen, total erschrocken und hat mir erstmal berichtet, dass es die Lichtkörperreinigung dann nachts richtig zur Geltung gekommen ist. Guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer bist du? Hallo, Наталья. Hallo, Наталья, bitteschön. Можно Lichtkörperreinigung? Ja, natürlich. Наталья, bitte auch für dich die Füße auf die Schulterbreite stellen. Und der Rest ist mir egal, ob sitzen oder stehen. Und die Lichtkörperreinigung geschieht jetzt. Okay. Als du in die Schule kamst, war der recht schwer. Absolut, weil da sind ja so starke Blockaden, die du bis heute immer noch als teilweise mit dir rumträgst. Auch die Liebe, was ich auch ganz stark bei dir. Okay, Sekunde. Die Lichtkörperreinigung ist bei dir abgeschlossen. Das Silberschnur, also diese Verbindung zu dem Göttlichen, ist extrem gut bei dir. Ich habe es etwas gebündelt. Du wirst merken, dass es leichter geht, dass du vielleicht jetzt noch ein bisschen von der Vergangenheit träumst, aber um loszulassen. Jetzt bitte einen Satz, was fühlst du? Ich zittert alles. Ja, es zittert alles. Füße, alles. Alles, alles Liebe, Наталья. Ich danke dir. До свидания. Tschüssi. Gerne könnt ihr mich auch in der Sprache ansprechen, die ich verstehe. Ich verstehe recht gut das alte Russische, nicht das neue Russische mit viel Englisch. Guten Tag, ich bin Olga, wer ist bei mir im Studio? Hallo, liebe Olga. Ja, hallo, wie geht's? Ja, doch, und so einigermaßen. Prima. Olga, bleibt ihr mit mir zusammen? Kannst du mal bitte pendeln? So, dann, ja, natürlich kann ich für dich pendeln. Schau mal, ich habe heute extra ein neues Pendel mitgebracht. Ja, das ist sehr schön. Präsentiert. Also, liegt ganz eindeutig bei einem Ja. Also das ja. Pendel sagt Ja und Ja und nochmal Ja. Alles Liebe für dich. Ciao, ja, ciao, gut, tschüssi. Danke. Ich freue mich. Ich mich auch. Ciao, tschüssi. Ciao, tschüss. Tschüss. Du hast ja gehört, gerade eben die Lichtkörperreinigung funktioniert jetzt sofort und genau das kannst du hier abholen. Der Körper arbeitet unterschiedlich, manch einer zittert, der andere bekommt Eingebungen. So, jetzt achtest du bitte auf das untere weiße Laufband mit allen Informationen, damit du auch wissend bist, was zu tun ist und dann ab rein zu mir in die Sendung. Das ist ja, ich bin ein bisschen auch sportlicher angezogen, damit ich die energetische Arbeit durchführen kann. Guten Tag, ich bin Olga, wer bist du? Und hier ist Katrin. Hallo Olga. Hallo liebe Katrin. Ich wollte gerne die Eckdaten für den Sommer. Ganz, ganz gerne. Also der Sommer hat bei dir schon relativ turbulent begonnen. Dieses lange wird auch noch eine Weile so bleiben. So, die Eckdaten ist das Negativste und Positivste, was mir einfällt, was ich sehe. Das Negativste ist, dass du dich bitte von einem Mann fernhalten solltest, auf den du zwar immer noch sehr große Hoffnung legst, auf den du zwar immer noch sehr, sehr große Karte sozusagen ansetzt, bitte bleib mal für dich und plane für dich. Dann das Zweite, was relativ negativ ist, bitte über den Sommer, komplett über den ganzen Sommer keine große Anschaffung.
Versicherungen, ungefähr ab 1000 Euro. Das heißt, auch die größere Reise sollte vermieden werden, wenn sie über 1000 Euro ist. Die Ausflüge, die unter 1000 Euro bleiben, sind sehr, sehr gerne dafür aber willkommen. Und es ist noch etwas ganz, ganz Gutes dabei, dass du da die Freundschaften schließen kannst und wirst. Das ist eine dir altersähnliche Dame, mit der Dame, Freundin wird sie zu dir sein. Ganz einfach, sehr, sehr gute Freundin. Das ist extrem positiv. Alles Liebe für dich. Danke. Gerne, tschüssi. Ah, cool. Gerne, gerne. Ich könnte auch die Eckdaten abholen, hier in dem Sommer noch. Sommer ist, hat ja schon begonnen, zumindest mal das kalendarische Sommer. Noch 2,5 Monate haben wir, das heißt ab, ran, du kannst mal fragen, ich bringe dir die Eckdaten. Wenn ich etwas besonders Negatives oder Positives sehe, dann bringe ich dir das sofort mit rein. Alles andere bedeutet, das würde dann so in dem erwarteten, gewohnten Gang gehen. So, meine Lieben, die Lichtkörperreinigung kannst du auch hier gerne abholen. Du bist ja von mir auch natürlich gewohnt, dass ich zwischendurch mal doch immer wieder die spirituellen Werkzeuge mitbringe, damit für diejenigen, die noch kein Medium sind, also kein offensichtliches Medium, wie zum Beispiel Hellsicht oder Hellhörigkeit, da könnt ihr ganz gerne mit den Werkzeugen arbeiten und das kannst du hier bei mir direkt sehen, wie leicht so etwas geht. Und ab ran. Die Möglichkeit ist jetzt, ich höre jetzt keinen Anrufer oder keine Anruferin, das heißt, die Chance ist jetzt gegeben, zu mir zu kommen, wenn du möchtest. Ich würde mich riesig, riesig freuen, denn die Lichtkörperreinigung kannst du hier abholen. Du kannst hier natürlich auch abholen die Möglichkeit, dir eines Pendels antwort oder auch die Eckdaten. Du siehst ja auch, mein heiliges Buch ist offen, wenn jetzt in der kurzen Runde mal ganz schnell ein oder der andere reinkommen will in die Korrektur, dann sei es gegeben und ich habe hier auch die Danksagungen mitgebracht, die werde ich keineswegs durchlesen, weil das dauert einfach zu lange. Guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer ist bei mir im Studio? Hallo, Katharina hier. Hallo, hallo Olga. Liebe Katharina, hi. Hi. Ich hätte gerne auch mal die Eckdaten. Ja, ganz, ganz gerne. Katharina, die zweite Woche im Juli, bitte dich einfach zu achten, was du anziehst. Gerade mal, ich spiele auf das Schuhwerk drauf an, nicht auf die Oberbegleitung, sondern auf die Schuhe. Mhm. Bitte hier ganz klar ohne Rutschgefahr die Sportschuhe lieber tragen, die ganze Woche. Das ist das Einzige, was in dem Gefahrenbereich liegt. Also bitte keine Berge steigen gehen, in dem Sinne auch. Und aufpassen, was du halt eben an den Füßen anziehst. Und dafür aber liegt für die Vertragsabschlüsse, liegt die letzte Woche im August sehr, sehr gut für dich. Das heißt, wenn du ein neues Handy brauchst, wenn du eine neue Wohnung brauchst, da ist es sehr, sehr fein gelegen. Oder halt eben eine größere Anschaffung. Verträge sind dort sehr, sehr schön geschützt und von vornherein in dem Glücksaspekt. Alles andere ist relativ durchgeplant und wird auch gut gelingen. Danke dir. Gerne. Tschüssi, tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Bitte schreibt euch dabei sehr, sehr schnell auf, weil ich kann es euch nicht wiederholen, weil ich tue das überhaupt nicht merken, sondern ich lese das direkt von deinem Aurafeld, von deinem Energiefeld ab. Du denkst bitte dran, sobald wir jetzt in die Infos gehen, dass du dir gleich so ein Pendel zusicherst. Und jetzt folgen die Infos. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Und willkommen zurück zu mir. Ich bin Olga Heinert. Ich bin schon mit der Gabe der Hellsicht hierher in dieses Leben gestartet. Habe ein bisschen länger gebraucht, wie viele Steinböcke, bis die dann dazu gestanden sind, beziehungsweise zur Spiritualität stand ich schon immer. Plus das berufliche Ausüben kann er später dazu. Und du kannst davon in dieser Stunde partizipieren. Guten Tag, wer ist bei mir im Studio? Schönen guten Tag, schön, liebe dass du Olga. Da bist. Bitte. Olga, pendelst du mal, wie weit hat er mich noch in seinem Herzen? Ja, ganz, ganz gerne. Schauen wir mal in Prozenten ausgedruckt. Bitte schön. Also liegt auf gute über 80%. Knapp vor 90, aber das ist eine sehr, sehr schöne Zahl. Das heißt, er beschäftigt sich auch sehr oft mit dir. Ja, gut, danke. Bitte, bitte, alles Liebe. Ciao, ciao, tschüssi.
So, und weiter geht's. Wenn du noch nie die Lichtkörperreinigung abgeholt hast, dann wird das jetzt der Zeitpunkt sein. Du spürst das, du hörst das, dass es vielen gleich auch hilft. Guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer bist du? Guten Tag, mein Name ist Christiane. Liebe Olga, guten Tag. Hallo, liebe Christiane. Die Lichtkörperreinigung, bitte. Ja, ganz, ganz gerne. Bitte die Füße auf die Schulterbreite stellen. Und für uns Frauen immer weil, zwischendurch mal zu atmen. Ne? Ja. Immer wieder mal. So, und jetzt? Der Kanal zu dem Göttlichen ist sehr, sehr schön. Du bist sehr, sehr schön verbunden. Du hast sehr große Intuition. Das ist aber auch gleichzeitig in deinem Leben als ein Nachteil gewesen. Du warst des Öfteren mal als Opfer da, also ausgenutzt, würde ich mal sagen. Opfer nicht unbedingt, aber sehr stark ausgenutzt. Das hat sich dann zum späteren Alter, also jetzt vor 3-4 Jahren, hast du damit fast abgelegt, aber die Wunden liegen noch tief. So, deine Lichtkörperreinigung ist abgeschlossen. Sag mir bitte, was du fühlst. Oh Gott, ja, im Moment... Ich kann es gar nicht, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben. Euphorisch? Ich hab irgendwie so, ja, mir wird leichter. Ja, ja. Und das hält nach, das hält auch sehr, sehr stark nach. Alles Liebe für dich. Viel Spaß damit. Vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Tschüssi. Tschüssi. Ja, Kopf hoch, tschüss. Siehst du, du merkst das, das wird auch gleich leichter. Die Lichtkörperreinigung ist ganz, ganz wichtig. Viele haben das überhaupt kein einziges Mal mitgemacht. Und jetzt kannst du das auch haben. Guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer bist du? Hallo Olga, hier ist die Maria. Hallo, liebe Maria. Ich hätte gerne die Lichtkörperreinigung. Ja, ganz gerne. Die Füße bitte auf die Schulterbreite fest auf den Boden stehen. Maria, das hattest du aber auch noch nie, ne? Doch, ich habe schon mal gehabt. Letzten Monat bei mir. Ja, ja. Aber außer mir bei niemandem. Mhm. Nein, sonst bei niemandem. Ja. Magst du denn, bevor ich jetzt anfange, sagen, was du gefühlt hast, danach noch? Eine richtige Erleichterung. Super. War das. Super, deswegen jetzt noch einmal die Wiederholung. Also, es geht los. Sehr schön. Deine Lichtkörperreinigung ist abgeschlossen. Magst du kurz in einem Satz sagen, was du heute fühlst? Momentan, jetzt momentan noch nichts. Jetzt spüre ich immer her noch erst. Spring bei dir später an. Prima. Ja. Alles Liebe, bis dann. Tschüssi. Danke, ich tschüss. Bin noch ein paar Tage da, vielleicht sagst du es danach. Vielleicht bin ich aufgeregt oder was, das kann schon sein. Ja, alles, alles Liebe. Tschüssi, tschüss. Siehst du, bitte achte auf das untere weiße Laufband mit Informationen. Siehst du, weil es so gut getan hat, macht er das noch einmal und noch einmal. So, guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer ist bei mir im Studio? Hallo, hier ist Britta. Hallo, liebe Britta, bitte. Ich hätte gern die Lichtkörperreinigung. Mhm, ganz, ganz gerne. Britta, Füße bitte auf die Schulterbreite fest auf den Boden. Okay, du hast sogar angeguckt. So, jetzt aber. Deine Lichtkörperreinigung geschieht jetzt. Britta, was ist mit Männern in deinem Leben? Oh ja. Austauschen, austauschen und nochmal austauschen. Ne? Du hast auch nie die Partnerabkapselung gemacht. Also immer nur drauf und niemals einen energetischen Stempel gereinigt. Also energetischen Abdruck von einem Partner gereinigt. Das hast du auch noch nie. Die Lichtkörperreinigung ist abgeschlossen. Was fühlst du? Ich weiß im Moment noch nicht so wirklich, was hier mit mir passiert. Aber es passiert etwas. Ja. Sehr schön. Viel Freude dabei. Ich würde mich über das Feedback freuen. Alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Gerne, mach gerne. Ich. Ciao, ciao. Tschüssi.
Noch nicht erfassbar, was es ist. Genau, das ist die Energie. Wenn der Lichtkörperkanal gereinigt ist, dann haben wir auch, dann kommt wieder die ursprüngliche Intuition. Wir haben mehrere Körper, apropos. Deswegen habe ich auch dieses Mal die Matroschkas mitgebracht. Wir haben den fleischlichen Körper, dann die Aura, dann den Mental, das Gefühlkörper und Astral. Astral ist ganz, ganz oben drauf. So, guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer ist bei mir im Hallo, Studio? Hallo, hier ist Anna. Ich hätte gern die Lichtkörperkanal. Ja, ganz gerne. Anna, auch für dich, die Füße auf die Schulter breiter, ja. Und für uns Frauen immer ein kleines bisschen tiefer durchatmen, weil wir stocken manchmal bei der Atmung. Jawohl, ja. Und jetzt? Bist du so sehr von deinen Eltern gedrängt worden in das ja. Feld, wo du nicht hin wolltest. Genau. Oi. Wie viele Jahre hat es gedauert, bis du es aufgelöst hast? 21. Weil da sieht man so einen Schnitt mit circa 5, 43, 47 sieht man so einen starken Schnitt. Ja. Und jetzt. Das Rad der Fortuna tue ich dir auch anschieben. Deine Lichtkörperreinigung ist abgeschlossen. Du hattest auch in deinem Leben gar nicht mal so viel Glück, weißt du, wie man sagen würde, unerwartet plötzlich stehst du da in dem Glücksregen. Hattest du es noch nicht? Also ich finde, das solltest du mindestens einmal im Leben erhalten. Und was für ein Gefühl hast du? Es kribbelt am ganzen Kopf. Perfekt. Am ganzen Kopf und am Hals, ja. Perfekt. Alles, alles Liebe für dich. Tschüss. Danke tschüss. Dir, danke dir. Gerne. Siehst du, sofort, das kommt ja sofort, die Energie ist sofort spürbar. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht irgendwann mal, sondern gleich im Hier und Jetzt. Guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer bist du? Guten Tag, liebe Olga, hier ist Irene. Ja, hallo, liebe Irene, guten Tag. Ich hätte gerne Lichtkörper. Mhm. Gerne. Bitte die Füße. Auf die Schulterbreite, fest auf den Boden, ohne zu wippen. Und deine Lichtkörperreinigung geschieht jetzt. Du hast sehr, sehr großes Gottesglauben. Also ich glaube, du betest auch relativ oft. Ja. Das ist schön. Sieht man auch. Also dein Kanal ist gerade deswegen, weil du so gottgläubig bist, ist sehr, sehr schön, ist auch plastisch, also ist wirklich total lebendig. Deine Lichtkörperreinigung ist abgeschlossen. Ich kann dir sehr, sehr viele Sachen sagen, weshalb du wirklich es schaffen solltest, Ruhe zu bekommen in dein Leben, auch die Normalität sozusagen. Du hast sehr oft Schicksalsschläge erlebt in deinem Leben, aber das gehört jetzt alles nicht rein, sonst dauert das zu lang, das zu erklären. Was fühlst du? Eine Erleichterung und Wärme. Tut mir gut. Das ist sehr, sehr schön. Alles Liebe für dich. Tschüssi, tschüss, tschüss, gerne, ciao, tschüssi. Kaum einer hat das erfahren, bis auf die letzte Sendungen halt eben im Mai bei mir, die Lichtkörperreinigung. Deshalb lade ich euch nochmal explizit dazu ein, holt euch die Lichtkörperreinigung. Guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer bist du? Ich grüße dich, Olga, hier ist Andrea. Hi! Hallo. Wie geht's? Ja, im Moment habe ich stark Probleme im Rücken und ich hätte gern die Lichtkörperreinigung. Bitte. Ja. Ja, André, ich glaube, ich habe deine Karte sogar hier dabei. Ja, ja, genau. Siehst du sie? Ist das schön. So, die Füße, du kennst das fest auf dem Boden. Ja. Und jetzt? Ich mache mal Schicht für Schicht, warte. Ich baue dich mal wieder auf. Das sind finanzielle Sachen, die dich jetzt total beunruhigen. Absolut. Die Lichtkörperreinigung ist abgeschlossen. Was fühlst du? Ah, Leichtigkeit kommt. Ist das schön. Alles, alles Liebe für dich und lieben Gruß an den Mann. Tschüssi, ciao. Danke, ich danke dir vielmals. Gerne. Alles Gute. Alles Gute, ciao, tschüssi. Tschüss.
So, und jetzt müssen alles zurückziehen. Es ist nichts Esoterisches, es sind nur die Kleider, die danach mit mir hochgehen. Deswegen habe ich hier schon ein bisschen sportlichere Kleider, damit ich mal mit euch arbeiten kann. Guten Tag, ich bin Olga Heinert. Wer ist bei mir im Studio? Ja, guten Tag, Agnes ist da. Ja, Lilly Wagnes, bitte. Ich hätte gerne die Eckdaten des Sommers, bitte. Ja, bei dir sind die Eckdaten des Sommers, liegen eigentlich auch sehr, sehr schöne Wochen vor dir. Das Einzige, was ich als negativ bezeichne, ist aufpassen mit mit Lebensmittelvergiftung. Ich bitte dich, in der dritten Woche im August auf nichts Ausländisches, auf nichts Außergewöhnliches oder ganz und gar Exotisches zuzugreifen. Das ist der einzige Punkt. Bitte wirklich einheimisch, bitte einfach, dritte Woche im August. Alles andere liegt wirklich in einem sehr, sehr schönen, ruhigen Bereich. Auch die Reise liegt sehr schön. Ich wünsche dir viel, 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 viel Freude. Dankeschön. Gerne, bitte. Alles Liebe, Agnes. Ciao, tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. So, die Magenverstimmung brauchen wir in den Sommerurlaubsmonaten gar nicht. Das ist schon mal ganz wichtig zu wissen. Deswegen hol dir deine Eckdaten auch. Meistens sind das entweder ganz auffällig negative und ganz auffällig positive Sachen. Wenn es da nichts groß dazu zu sagen ist, also wenn es ganz normaler Alltag ist, dann ist es so, dann gibt es dazu nichts zu sagen. Guten Tag, ich bin Olga Heinert. Ja, hallo Olga, Erika hier. Hallo Erika. Ich möchte bitte die Lichtkörperreinigung. Mhm, ganz, ganz gerne. Erika, Füße bitte auf die Schulterbreite, fest auf den Boden und mit mir ein kleines bisschen durchschnaufen. Und jetzt. Erika, Freundeskreis war bei dir in den jungen Jahren sehr, sehr schön und sehr lange gehalten. Aber jetzt vermisst du es halt. Mhm. Passende Freunde. Okay. Du hast sehr viele spirituelle Kenntnisse. Prima. Deine Lichtkörperreinigung ist abgeschlossen. Ich habe dich ein kleines bisschen gebündelt sozusagen, damit du die Energien nicht versprühst in Unnötigem. Also es fällt dir auch jetzt im Moment schwer, sich zu konzentrieren. Wird leichter werden. Du wirst sehen, dass du morgen wie ein Energizer unterwegs bist. Sag du mir noch ganz schnell, was du fühlst. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll. So im Kopf irgendwie. Mhm. Ja, da kommt ja die ganz große Spirale, ne? Die Spirale der Energie kommt eben über die siebte Chakra, über Kopföffnung, deswegen sagst du Kopf irgendwie. Ja, ich kann das nicht beschreiben. So. Ja, aber es passiert was. Und ja. Das ist das Allerwichtigste. Alles Liebe für dich, tschüssi, tschüss. Ich danke dir von Herzen. Gerne, gerne. Dir auch, bis dann. Siehst du, auch du kannst es dir anhoben. Du kannst dir das auch hier abholen, ganz klar, die Lichtkörperreinigung oder die Eckdaten Sommer 21, der Eintragung ist möglich und das Ganze ab sofort gehen wir in die anonyme Runde. Wir haben nicht nur Hellsicht hier, nicht in der puren Form heute, weil ich habe auch Pendel mitgebracht. Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen in die längere Runde, in die ausführliche, in die Runde der Anonymität, längere Runde nicht. Mit mir bitte nicht, sonst erkläre ich euch halbe Stunde, Stunde, was ich alles sehe. So, meine Lieben, ab in die Runde der Anonym, aber immer noch mit den Möglichkeiten, Lichtkörperreinigung zu holen, natürlich sich das Pendelantwort zu holen. Apropos, heute ist absolute Premiere. Ich habe einen meiner neuen Pendel mitgebracht und das bleibt auch dabei für längere Zeit. Das ist das Sirius, ganz, ganz leichtes Pendel. Das Sirius ist zuständig, das Sirius B, für die Geburt unserer menschlichen Seelen. Das bedeutet alles. Alles, was zum Ursprung zu tun hat, kann man hier mit diesem Pendel erfragen. Sehr, sehr schönes, leichtes Pendel, leicht zu handeln. Wunderschön optisch auch, sehr, sehr schön aus dem Messing, das heißt lebenslange Dauer. Und das hat auch die Rechtsdrehung drinnen. Das bedeutet, dass es mit positiven Energie von vornherein aufgeladen ist. Guten Tag, ich bin Olga Heinert. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt.
jetzt. So, jetzt aber, jetzt sind wir in der Runde der Anonymität. Die letzte halbe Stunde, die zweite halbe Stunde von dieser Stunde hat begonnen ab in der Runde der Anonymität, die sehr, sehr wichtig ist. Kannst du mich alle fragen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Alles, was du ersparen möchtest an anderen Menschen, das von dir zu erfahren, kannst du mich erfragen. In den langen, langen Jahren, weit über 10 Jahre, die ich nur in diesem Bereich tätig bin, ausschließlich in dem Spiritualitätsbereich, da ist mir kaum eine Frage ferngeblieben. Egal, ob es um die Wunschpartnerschaften geht, ob es um die Betrügereien innerhalb von der Partnerschaft geht, weil das ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Wie konnte zum Beispiel der Partner 10.000 Euro beiseite schaffen aus dem ehelichen Vermögen und. Also da geht es wirklich nicht nur um die zwischenmenschliche Fremdgänge, sondern auch um das Fremdvorbereiten, also auf die Zeit danach. Das kann man wirklich auch im Vornherein sehen und mit Hellsicht kann man das feststellen, ob jemand treu ist, ob jemand da ist, ob wirklich auch da ist, ob da finanziell etwas im Busche ist, ob da das Geld beiseite geschaffen wird oder Vermögen oder. So, ab rein. Die Lichtkörperreinigung kannst du dir hier und jetzt abholen. Mega, mega, mega wichtige Sache. Mindestens einmal im Leben müssen wir unser Lichtkörper reinigen. Das ist da, wodurch die Information von dem gesamten, von dem Göttlichen zu uns rein kommt. Wenn das verschmutzt ist, wirst du nie klar sehen können und für dich die Dinge klar einordnen können. Guten Tag, ich bin Olga Heinert. Hallo, liebe Erika, bitte. Ja, ganz, ganz gerne. Meine liebe Erika, geboren am? Ja, ganz gerne. Schön, dass du wieder dabei bist. Das freut mich so sehr. Es freut mich, weil ich sehe ja auch Erfolge bei euch in der Familie und das freut mich. Alles Liebe für dich. Bis dann. Danke, danke. Tschüssi, Baba. So, und das ist auch jetzt möglich, die Eintragung in die legendäre Korrektur der Schicksalszeremonie. Guten Tag, ich bin Olga Heinert. Hallo, liebe Sonja, bitteschön. Das ist arg schwierig zwischen euch beiden, weil er hat panische Ängste, sich zu binden und von daher versucht er tatsächlich da und dort die Freundschaften zu schließen, die vielleicht zu einer Partnerschaft führen konnten. Also im Prinzip, eifersüchtig brauchst du überhaupt nicht zu sein, weil er bindet sich nirgendwo fest. Aber so ganz treu, dass er dann sagt, so jetzt bin ich nur mit Sonja zusammen, das wird auch nie geschehen. Also das heißt, wenn er ausgeht, geht er aus. Wenn es ihm danach ist, macht er ja die Freundschaften, die Bekanntschaften. Aber für die Partnerschaft ist er nicht geeignet. Und er wird sich auf keine Partnerschaft mehr einlassen. Ja, deswegen bitte ich dich, die Erwartungen in diese Richtung zurückzuschrauben. Wenn du einen festen Partner brauchst, bitte guck dich nach einem anderen Mann um. Ja, oder Menschen um. Ja, alles Liebe. Bitte verzeih mir für diese Direktheit. Gerne, alles Liebe. Tschüssi, tschüss. So, wir sind in der Runde der Anonymität. Bitte schön, du kannst mich gerne fragen, was er im Kopf hat, was passiert bei ihr, bei ihm. Guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer ist bei mir im Studio? Hallo Lena, bitte. Nein, es ist nicht falsch, sondern während der Pandemie kommen natürlich viele, viele tiefsitzende Ängste sehr stark hoch, sodass die Menschen sich nicht mehr mit anderen beschäftigen können, sondern müssen mit eigenen Punkten arbeiten, die bis jetzt nicht so gut waren. Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo sie einfach den Ausmaß dessen, was sie sich und der eigenen Seele angetan haben, kommt nach außen. Deswegen, bevor es preisgegeben wird, diesen Eigenschaften, ziehen sie sich lieber zurück. Ist die Antwort für dich verstanden worden? Nicht ganz. Das heißt, es liegt nicht an dir, es liegt an diesen Menschen, die sich komplett nicht von dir, sondern komplett von der ganzen Welt zurückziehen, weil die
Weil die einfach keine Energie haben, um auf die anderen einzugehen. Ja, ja, das wird dann so, ab dem Herbst wird das auf geht's gehen. Jetzt ist einfach die Zeit, bring sie einfach so, wie du möchtest. Verbring diese Zeit vielleicht mit viel Lesen, vielleicht etwas Neues erfahren. Aber danach kommt Schnittstelle eben auf den Silvester gesehen, da kommst du in eine richtig schöne neue Gruppe rein. Alles Liebe. Und ich finde deine Einstellung sehr, sehr gut zu vielen Dingen. Das muss ich dir sagen, obwohl du mich das nicht gefragt hast. Bleib standhaft. Alles Liebe. Tschüssi. Gerne. Tschüss, tschüss. So, und weiter geht's. Die anonyme Runde ist da. Die Möglichkeit ist jetzt da, sich eintragen zu lassen für die Korrektur oder eben die Lichtkörperreinigung noch abzuholen. Guten Tag, ich bin Olga Heinert. Wer ist bei mir im Studio? Ja. Elke, gegen Aufregung hilft einfach tief durchatmen. Also jetzt die Füße fest auf den Boden und du bist bei mir. Das heißt, hier ist es auch ganz klar Ruhe und Sicherheit gegeben und die Lichtkörperreinigung geschieht jetzt. Du bist wegen deinem Körper sehr oft angegriffen worden. Die Lichtkörperreinigung ist jetzt durch. Was fühlst du, was spürst du? Ja, das Kribbeln am Hals und am Kopf, das ist ganz toll, weil die Energie fließt und du wirst merken, dass du dich wie aufgehoben fühlst. Weißt du, dieses Sicherheitsgefühl kommt wieder. Dann hast du ein kleines bisschen abgelegt die letzten Jahre, das kommt wieder. Alles Liebe für dich. Ciao, tschüssi. Gerne, tschüss, tschüss, tschüss. So, meine Lieben, und weiter geht's. Die Lichtkörperreinigung kannst du hier bei mir abholen. Du kannst natürlich gerne die Eintragung verlagern in die legendäre Korrektur der Schicksalszeremonie. Ich komme heute fast nicht dazu, mal mit euch über etwas anderes zu sprechen, weil Aufgabengebiet ist halt eben groß und breit. Jetzt hast du die Chance, reinzukommen, weil ich höre ja keinen, der jetzt in das Studio durchkommt. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, mit Quäntchen Glück bei mir hier zu landen. Sobald es klingelt, höre ich sofort auf zu sprechen bzw. über irgendein Thema zu erklären. Die Lichtkörperreinigung, wir haben mehrere Körper, wir haben fleischlichen Körper, wir haben mentalen Körper, wir haben Aurakörper, wir haben auch Astralkörper und dann zum Schluss, diese Schnittstelle zu dem Göttlichen ist das Lichtkörper. Und das muss zwischendurch gereinigt werden, weil wenn es zu stark verschmutzt ist, dann kommen die Informationen nicht mehr rüber. Ganz einfach, die Wissenschaft hat ein Experiment gemacht, ja, haben frischen Eier genommen und haben sie sehr, sehr gut ernährt und alles getan dafür, damit sie sich gut aufgehoben fühlen mit einem einzigen Aber. Die haben oben drauf aus dem Metall eine Kuppel gestellt. Das heißt, die waren ja in diesem Kreis, in dieser Kuppel waren die drin, sodass die Informationen nicht von oben, nicht von unten kommen konnten. Also die sind sehr gut genährt worden, warm gewesen, wie die wollten, feucht. Daraus hat sich eine Biomasse entwickelt mit dem schlagenden Herz, allerdings Füßchen, Händchen, also konnte man gar nicht feststellen. Es war einfach ein Klumpen mit schlagendem Herz. Und dadurch hat die Wissenschaft nachgewiesen, dass wir etwas von außen brauchen. Wir brauchen Informationen von dem Göttlichen, von der Gesamtheit unseres Daseins. Also bitte schaut zu, dass ihr in keinem abgeschlossenen Raum seid, wie unter der Kuppel richtig lange. Geht raus, holt euch Sonnenenergie. Guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer ist bei mir im Studio? Hallo. Ja, Britta, ist das dein einziger Vorname? Und geboren am? Mhm. Was wollen wir denn mit dir erreichen? Sag mir bitte eins, was du dann in der Woche danach, die Zeremonie ist am 1.7., was du in der Woche danach richtig greifbar spüren magst? Finanzen. Mhm. Okay, wie viel?
50 Euro pro Tag, pro Woche, pro Monat mehr, pro Stunde. Was brauchst du denn, damit du sagst, ich bin in der finanziellen Ruhe? Bis zum 1.7. hast du genug Zeit, denk darüber nach und schreib dann den Zettel. Mhm. Nicht irgendeine fantastische Summe, bitte rechne das aus, was du in der Woche mehr brauchst, damit du dich ruhig fühlst. Alles Liebe. Tschüssi, tschüss. Mhm. Gerne, tschüss. Auch hier lernst du mit mir sehr, sehr viel, wenn du einfach zuhörst. Diese finanzielle Sache ist ja sowieso so ganz, ganz breit geschlagen in der spirituellen Welt. Aber wir müssen das alles runterbrechen auf die einzelnen Schrittchen. Was brauchst du? 5 Euro mehr. In was? In was für einen Abstand? In jeder Sekunde, in jeder Stunde, in jedem Monat 5 Euro. Bitte, das muss jeder von euch wirklich, wenn ich euch aus dem Schlaf wecke, dann müsst ihr sagen, so, ich hätte gerne mehr Finanzen, dann muss ich wissen, wie viel, dass ihr mir dann das sofort auch sagt. So, meine Lieben, unten ist das weiße Laufband. Bitte beachtet alle Informationen in dem unteren weißen Laufband. Und jetzt zurück zu mir. In dieser Stunde habe ich euch einen der wunderschönsten Pendel mitgebracht, das Pendel Sirius aus der eigenen Herstellung. Deswegen so mega günstig. Nur 33 Euro für diesen wunderschönen Pendel, für das Pendel Sirius aus der Messing. Natürlich kommt dazu auch so ein Säckchen und ganz, ganz klar eine Pendelkarte mit der Anleitung auf der Rückseite und vorne dran mit wunderschönen Möglichkeiten, sich sofort die Antworten zu holen. Also die Pendelkarte ist auch dabei. Alles bitteschön mit, unter diesen gebührenfreien Rufnummern 0800 0710630. Du siehst ja, so eins kann sofort zu dir gleich auch befördert werden. Ruf da einfach an und bestell dir diesen Pendel. Heute ist eine absolute Premiere. Zum ersten Mal habe ich die mitgebracht, insgesamt die erste Präsentation von dem Pendel Sirius. Sirius B ist verantwortlich für die seelische, also für die menschliche Seele. Da ist die Geburtsstätte von uns. Und da alles, was zum Ursprung dazu gehört, alles, das ist alles so die Frage an Sirius. Jetzt zurück zu mir. Ich möchte mit dir ganz, ganz gerne die Lichtkörperreinigung noch in dieser Stunde durchführen. Du hast bestimmt auch schon gehört, wie die anderen halt eben gleich auch fühlen und spüren. Außer mir macht das gar keiner. Ich habe das jetzt sehr, sehr lange im Mai erfragt, fast jeden, der hier durchgekommen ist, zu mir. Ich bin die Einzige, die die Lichtkörperreinigung durchführt. Wie gesagt, an meine Kolleginnen und Kollegen, hier ist die Aufforderung, vielleicht in einem, zwei Jahren, wenn ihr diese Möglichkeit beherrscht, also diese spirituelle Disziplin, dann könnt ihr das auch mitmachen. Bitte schön, ich wüsste allerdings, ich bin oft gefragt worden, wer macht das in dem deutschsprachigen Raum, weiß ich nicht. Ich habe das in der tibetischen esoterischen Schule gelernt. Lichtkörper ist eben das, diese Schnittstelle von dem Göttlichen zu uns, sowie durch die Kuppel durchkommende Information, die muss durchkommen. Deswegen muss man mindestens einmal im Leben erfahren haben, was es bedeutet, Lichtkörper gereinigt zu bekommen. So, hi. Dagmar, hallo. Danke, dass du mich das zu Ende aussprechen liest. Bitteschön. Ja, natürlich. Wie heißt er denn? Gerd. Die Botschaft ist von deinem Herzensmann. Du bist eine sehr schöne Frau. Ich mag alles an dir. Ich mag deine Augen. Ich mag die Tiefe in deinen Augen. Ich mag deine Nervosität, wenn du mich anschaust. Ich liebe dich. Diese Liebe ist fest und tief. Und die möchte ich auch mit dir ausleben. Ja, ich auch. Ich habe sehr, sehr schöne Bilder. Er ist insgesamt ein attraktiver Mann, ne? Wie groß ist er denn? Ja, aber der hat ja schon auch graue Schläfen, ne? Ja, 1,90, cool. Also, viel Freude. Ciao, ciao, tschüssi. Gerne, tschüss. Ja, meine Lieben, und Sie können ganz, ganz gerne sich so ein Pendel zusichern und wir gehen in die Informationen rein. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt.
Und willkommen zurück zu mir. Jetzt müssen wir aber eindeutig Gas geben. Jetzt sind es bestimmt nur noch Viertelstunde geblieben und alle, die jetzt noch die Lichtkörperreinigung haben möchten, bitteschön, es sei euch gegönnt. Es ist jetzt die Möglichkeit da, beziehungsweise mein heiliges Buch liegt hier. Die Eintragung in die Korrektur der Schicksalszeremonie ist jetzt somit eröffnet und ganz, ganz gerne möglich. Ab rein, die Chance ist jetzt da. Ich freue mich. Ich freue mich auch immer wieder zu beobachten, wie ihr euch einfach entwickelt, wie der Stand der Dinge ist, wie stark wir miteinander doch noch einiges schaffen. Bitte schön. Die Lichtkörperreinigung ist sehr, sehr wichtig, weil dann fließt auch die Information zu uns. Erinnert ihr euch an diese Frösche unter der Kuppel? Das heißt, es kann nicht einmal ein Frosch werden, wenn die Information von dem Göttlichen nicht durchkommt. Unter dieser Kuppel ist es einfach alles abgetrennt und abgeschlossen. So, die Chance ist jetzt gegeben. Bitte schön, die Eintragung in die Korrektur der Schicksalszeremonie. Dann ist noch sehr, sehr interessant, die Eckdaten 2021 für den Sommer zu erhalten, für die nächste vor uns liegenden circa 8 Wochen, 8 bis, naja, nehmen wir vielleicht mal bis Ende August, das, ja, ein bisschen, wenn wir die 8 Wochen ein bisschen verlängern, 8 bis 10 Wochen. Also auf jeden Fall, was euch erwartet. Eckdaten bedeutet, dass ich exakt die negativsten, aber auch die positivsten Dinge aus deinem Werdegang dir ganz, ganz klar sagen kann, auf was du dich einstellen kannst, damit es leichter ist. So. Und schon klingelt es. Guten Tag, ich bin Olga Heinert, wer ist bei mir im Studio? Hallo, hier ist Gisela. Hallo Gisela, guten Tag. Ja, ganz gerne. Meine liebe Gisela, gibt es noch den zweiten Vornamen und bitte das Geburtsdatum dazu. Mhm. Gerne. Als Wichtigstes nehme ich Sie hierher für den Schutz und ganz, ganz klar für die Harmonie innerhalb von der Familie. Weil das ist mir arg wichtig. Einverstanden? Prima. Dann bitte schön am 1.7. um 12 Uhr tagsüber eine Kerze anzünden, eine Zeremoniekerze. Ich freue mich. Bis dann. Gerne. Bitte schön. Tschüssi, tschüss. Jawohl, also die Möglichkeit ist, hallo, ich bin Olga, wer ist da? Hallo. Mhm. Ganz, ganz gerne kannst du die Lichtkörperreinigung haben. Bitte die Füße auf die Schulterbreite auf den Boden stellen und etwas tiefer durchatmen. Und die Lichtkörperreinigung geschieht jetzt. Okay. Du hast letzter Zeit sehr, sehr viele negative Gedanken. Also richtig negative, so katastrophenartige Gedanken. Das konnte ich dir abstellen durch die Lichtkörperreinigung, weil das sind nicht deine Gedanken, Anna. Und des Weiteren bitte ich dich einfach mal ein bisschen mehr, sage ich mal, gute Spielfilme zu schauen. Mhm. Alles Liebe für dich. Gerne, gerne, alles Liebe. Gerne. Ja. Gute Spielfilme, humorvolle Komödie, das ist immer dann angebracht, wenn nämlich draußen richtig, richtig arg Negatives gibt. Wir sind übrigens noch nicht an der schlimmsten Zeit unserer Geschichte jetzt gekommen, also das, was in unserer Generation jetzt passiert, in unserer Ära, in unserem Zeitabschnitt, sind wir noch überhaupt nicht. Also wir haben erst das zweite Jahr jetzt begonnen, bis zum Ende des zweiten Jahres, so auf März. Ende März 2022 wird das auch ganz klar sichtbar sein, was los ist und in welche Richtung wir tendieren. Im Moment ist es noch ziemlich vieles offen und wir sind jetzt auf der Tal nach Ur, also auf der Fahrt
noch nach unten. Und trotzdem, bitte bleibt gelassen, bitte bleibt ruhig, bitte versucht euch Gutes tun, damit ihr über diese Zeit gut hinwegkommt. Auch zum Beispiel während dem Zweiten Weltkrieg, während dem Ersten Weltkrieg gab es immer wieder Menschen, die sehr, sehr gut über diese Zeit durchgestanden sind. So, jetzt aber weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen Zeit, noch die Möglichkeit ist gegeben. Und bitte schön noch einen Blick auf das untere weiße Laufband. Ich höre keinen in meinem Studio. Das heißt, hier ist die Chance jetzt da, hier ist die Möglichkeit, da mit reinkommen zu dürfen, damit du auch du dir abholst, eben die Antwort auf deine Frage bzw. die Eckdaten und aber auch die Lichtkörperreinigung, damit du ganz, ganz klar fühlen kannst, spüren kannst, was passiert, was geschieht. Und die Informationen fließen danach. Wenn die Lichtkörperreinigung geschehen ist, wirst du sehen, es fühlt sich gut an. Ich habe so viele Berichte, schon hier, schon jetzt und gleich nach der Lichtkörperreinigung, dass da was passiert und da passiert ziemlich viel. Wenn wir mal ein bisschen aus der Verbindung zwischen dem Göttlichen und dir wegräumen, dann merkst du ja auch, dass es dir leichter geht, dass es dir besser geht. So, meine Lieben, noch einmal ein ganz kleiner Hinweis an diese wunderschöne Pendel. Das ist das Pendel Sirius. Zum ersten Mal in der Präsentation überhaupt heute ist die erste Vorstellung von dem Sirius, ein sehr, sehr schönes, leichtes Pendel, sehr schön zu arbeiten. Sirius ist ja auch ganz, ganz berühmt, gerade mal aus meinen Produktlinien, weil Sirius B ist zuständig für die Seelen, für die menschliche Seelen, die jetzt auch hier auf der Erde als Menschen inkarnieren. Also ich spreche von den Menschen, nicht von den Unmenschen. Und Sirius ist ganz, ganz bekannt und bewusst für uns. Da kann man sehr viel Seelenarbeit damit auch nachvollziehen mit diesem Pendel. Jetzt aber zurück zu mir. Die Eintragung in die Korrektur der Schicksalszeremonie ist jetzt und hier möglich. Mein Buch liegt hier bei mir, so dass du dich da auch eintragen lassen kannst. Dann die Lichtkörperreinigung. Die kommt gut an. Außer mir macht das keiner. Ich weiß nicht warum. Ich bin hier bei vielen Dingen wie Vorreiterin wieder, obwohl das sehr, sehr alte Praktiken sind. Und ich bringe noch immer mehr und mehr mal dann mit rein. Es gibt noch so vieles, worüber wir miteinander sprechen können, müssen, sollen. So, jetzt aber ran. Ich höre keinen. Das heißt, hier ist noch das Plätzchen bei mir im Studio. Da, hier kannst du gleich auch mit reinkommen und dir eben die Informationen abholen. Auf jede Frage kann ich dir gechannelte Antwort geben. Natürlich, wenn du möchtest, kann ich auch mit der Hilfe des Pendels dir antworten, denn das eignet sich absolut gut als einfaches spirituelles Werkzeug, sofort dir die Antwort auch zu geben. Das sagt ja bei mir gleich natürlich sofort, ja klar, springt das sofort an, weil es dir gerne die Antwort geben möchte. So, die Eckdaten, das steht da unten in der Leiste, die Eckdaten 2021 für den Sommer, also für nächste 6 bis 8 Wochen, kannst du dir abholen. Nein, es hat noch nicht geklingelt, deswegen ist das Plätzchen hier im Studio noch frei. Mit Quäntchen Glück könntest du auch gleich mal drin sein und dir zum Beispiel die Lichtkörperreinigung gönnen. Ich habe erfahren, dass keiner außer bei mir noch gehabt hat, die Lichtkörperreinigung. So, jetzt aber hier ist dein Platz. Hier kannst du dir auch die Information holen. Wie geht es weiter? Wohin geht es? Ich werde sehr oft gefragt, warum denn meine Kinder zum Beispiel nur das Negative behalten. Die Wissenschaft hat rausgefunden, das kommt nämlich aus unserem, das ist der John Gottman, der das rausgefunden hat, auf fünf negative Erlebnisse brauchen wir das 10-fache an Positivität, damit wir das vergessen. Und noch einmal, nur das eine im Negativität gemerkt, brauchen wir 5 positive, damit das sozusagen überlappt wird. Von einem Streit behält man 5-fach viel, viel mehr als von einer guten Sache. Warum? Weil wir in unserer Evolution darauf gedrillt worden sind, wenn irgendwo ein großes Tier ist, damit wir wegrennen, damit wir die Gefahren sehr schnell erkennen können. Und genauso merken wir uns im Leben, wenn mit jemandem was Negatives gelaufen ist, zum Beispiel ein Betrug stattgefunden hat oder ein Fremdgehen stattgefunden hat. Oder zum Beispiel Freundin hat was Böses hinter dem Rücken erzählt. Das bleibt sehr, sehr stark hängen. Also 5-mal mehr als eine positive Sache. Das hat einfach mit unserer Evolution. Was wir speichert,
ist ein kleines bisschen unterschiedlich. So, aber jetzt gibt Gas. Gibt Gas, hier gibt es noch die Möglichkeit, die Beratung abzuholen. Ich höre sofort auf zu erklären, zu erzählen. Wie gesagt, es gibt so vieles, was wir in der Spiritualität einfach wissen müssen, um die Leichtigkeit wieder zurückzuerlangen. Unser natürlicher Zustand ist leicht und locker und das kannst du durch die Lichtkörperreinigung zum Beispiel erfahren. Ich merke schon, dass der Lino sich freut auf euch. In der nächsten Stunde ist er da, aber jetzt, hier und jetzt, hast du die Chance, noch zu mir zu kommen, damit du eben auch noch die Beratung bekommst in dem Schutz bzw. unter dem Schutz der Anonymität, damit du für dich Klarheit bekommst, damit du für dein inneres Licht auch eben wieder mal diesen Zündstoff hast, aus dem die Seele besteht. So, eine letzte intensive, lange Beratung kann jetzt sofort stattfinden. Wenn es so sein soll, dann nehme ich dich ganz, ganz gerne mit in meine Pause mit rein, in meine Pause, damit ich dir ausführlich die Antwort geben kann. So, jetzt aber ran, die Möglichkeit ist gegeben. Wie gesagt, ich höre keinen, deswegen kannst du jetzt gerne die Lichtkörperreinigung abholen, beziehungsweise einfach mediale Antwort zu erhalten. Ich bin ganz, ganz gerne für dich hier und würde gerne dir diese Antwort geben. Außerdem, ich weiß ja, dass sehr, sehr viele meiner Fans, der Martin ist heute für den Fernsehen, der Hans ist heute da, die Anna, die Katrin und auch die Svetlana ist da und Marlies ist auch wieder da und ich freue mich so sehr, euch alle hier zu begrüßen. Ab jetzt ist aber wichtig, dass das Miteinander stattfinden kann, deswegen die Einladung direkt in die Sendung, denn wenn du hier die Fragen hast, wenn du hier Anliegen hast, dann kannst du sie hier auch abholen. Die Eintragung in die Korrektur der Schicksalszeremonie ist jetzt möglich. Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo du auch die Lichtkörperreinigung abholen kannst. Ganz, ganz gerne. Und gib mir ein Zeichen, dass das, was ich tue, für dich wichtig ist. Und dieses Zeichen kann eben dafür sein, dass du auf diese Beratung zurückgreifst, wenn du möchtest. Das wäre hier die Möglichkeit, ganz klar. Ja, was soll man denn lang drum herum reden? Wenn ihr wollt, dann bitte schön. Wenn ihr wollt, dass wir miteinander hier auch die Zeit verbringen, dann bitte muss es auch das andere passen. Also auf jeden Fall höre ich noch keinen, der durchgekommen ist. Deswegen klare Einladung für dich. Das Plätzchen ist noch abzuholen für die Lichtkörperreinigung oder für die Korrektur der Schicksalszeremonie oder eben auch für den Eintrag für die Korrektur der Schicksalszeremonie oder du stellst mir einfach die Frage, was sind denn die Eckdaten von dir für die nächste Zeit, für die nächsten 6 bis 8 Wochen, also im Prinzip damit haben wir ja schon den Sommer erfasst, Eckdaten Sommer 21. Es sind sehr, sehr turbulente Zeit, wir haben wirklich einen sehr, sehr großen Zeitabschnitt geschafft, jetzt geht es in die nächste Runde, aber noch sind wir nicht angekommen in dem tiefsten Teil, das wird noch kommen, deswegen kannst du mich auch hierzu fragen, wie überstehst du das nächste Jahr, was ist denn zu beachten, das sind alles Fragen, die du zu mir hierher mit reinbringen kannst. Ich höre jetzt noch keinen Klingelton, das heißt noch ist es möglich, dass du dir diese letzte Beratung abholst. Es ist absolut klar und deutlich deine Chance, mit mir hier die Lichtkörperreinigung durchzuführen beziehungsweise mich auch zu fragen, was ist denn die Botschaft von deinem Liebsten oder von deiner Liebsten an dich? Gibt es überhaupt die Botschaft? Da muss man das natürlich auch fragen. Gibt es etwas, was wir abfragen können? Na, weil viele, so, das ist so wie mit dem Bankomaten, wenn man hingeht und die Karte sagt, so, jetzt hätte ich gerne 1000 Euro und da kommt nichts raus, dann muss man vorher abfragen, gibt es überhaupt etwas, was wir abholen können? Und genauso bei unseren Liebesgeschichten muss man auch erstmal abfragen, ist da überhaupt die Substanz dabei? Ist da etwas, was man abholen kann? Mensch, es gibt so viele spirituelle Dinge, die wir wissen müssen. Zumindest mal, dass wir unser Egoismus und unsere Erwartungshaltung abstellen können, sollen, müssen. So, meine Lieben, und damit ich euch das mal beantworten kann, dann bitteschön, ist jemand jetzt bei mir im Studio. Wer bist du? Ja, grüß dich.
Ganz, ganz gerne. Bleib bitte bei mir. Für alle anderen, tschüssi, tschüss. Bis in einer Stunde. Ich mache eine Pause. Ab 16 Uhr bin ich dann wieder für euch da. Ciao, tschüssi. So.